Wir waren schon 5 oder 6 Tage in Japan. Da behauptete ein portugiesischer Jesuit, wir seien Piraten. Wir erwarteten, gekreuzigt zu werden. So richtet man in dem Land Menschen hin. Ich rechnete jeden Tag damit, zu sterben. William Adams ist der erste Engländer, der in Japan als Schiffbrüchiger in Gefangenschaft gerät. Und er hat guten Grund zur Besorgnis. Im Jahr 1600 haben portugiesische Katholiken großen Einfluss in Japan, denn sie besitzen seit langem das Handelsmonopol. Zu der Zeit, als William Adams dort ankam, herrschten in Europa Religionskriege. Und die katholischen Missionare waren überhaupt nicht begeistert, als sie hörten, dass ein englischer Protestant in Japan angeschwemmt worden ist. Der mächtigste japanische Kriegsherr, Tokugawa Ieyasu, lässt Adams zu sich ins Schloss bringen. Aber anstatt ihn hinrichten zu lassen, will er mehr über den Fremden erfahren. Die Vorladung eines solch einfachen Mannes ist sehr ungewöhnlich. Üblicherweise werden nur die Offiziere mit den höchsten Dienstgraden zum obersten Kriegsfürsten vorgelassen. Der Herrscher wollte von mir wissen, woher ich komme und was mich dazu bewegte, in sein Land zu reisen, das so weit weg ist. Ich sagte ihm den Namen unseres Landes und dass wir Freundschaft wünschten. Doch es scheint, als wolle Ieyasu mehr als nur Freundschaft. Er fragte, ob unser Land Krieg führen würde. Ich antwortete, ja, mit Spanien und Portugal. Er hatte weitere Fragen zu meiner Religion und wie wir in sein Land gekommen seien. So kamen wir von einer Sache zur nächsten und ich sprach mit ihm bis Mitternacht. Am Ende des Treffens wagt Adams, im Namen seines holländischen Auftraggebers einen Wunsch zu äußern. Ich bat darum, mit dem japanischen Reich handeln zu dürfen, so wie es Portugal und Spanien auch tun. Für Ieyasu ist dies eine sehr willkommene Gelegenheit. Denn er schätzt den Handel mit den Portugiesen und Spaniern, ist aber ihren katholischen Missionaren gegenüber misstrauisch, da sie Gehorsam zu einem Gott predigen, der mächtiger ist als Ieyasu selbst. Um dieser Bedrohung seiner Autorität zu begegnen, wünscht er seine eigene Handelsflotte. Dafür scheint Adams genau der Richtige zu sein. Der englische Seemann hat eine Ausbildung als Schiffsbauer. Ieyasu bittet ihn um 2 hochseetaugliche Schiffe. Ich antwortete, dass ich kein Zimmermann sei und keine Ahnung davon hätte. Darauf sagte er, tu dein Bestes. Wenn es nicht gut wird, ist es auch nicht schlimm. Offensichtlich hatte William Adams einen gewissen Einfluss, als er damit beauftragt wurde, diese 2 Schiffe zu bauen. Es sollten die ersten Fremden, sprich die ersten europäischen Schiffe sein, die in Japan gebaut wurden. Es waren natürlich japanische Arbeiter, die unter seiner Aufsicht bauten. Anschließend segelten sie nach Mexiko und sehr sicher wieder zurück. Ieyasu hatte nun den gewünschten Einfluss. Als die Jesuiten weiterhin missionierten und Probleme machten, vertrieb er sie. Das Leben war schon kompliziert genug, ohne dass diese nervtötenden Fremden sich einmischten. Das war wahrscheinlich der Grund dafür, warum er keine Christen in Japan wollte. Ieyasu tauscht seinen katholischen Übersetzer gegen William Adams, der schnell Japanisch gelernt hat. Er war natürlich Protestant. Ieyasu wusste, dass er kein Interesse daran hatte, den Missionaren zu helfen. Das machte ihn zu einem ziemlich nützlichen Mann. Ieyasu ist nach wie vor am Handel mit dem Westen interessiert, aber zu seinen Bedingungen.
Adams überzeugt Ieyasu davon, dass die Protestanten sein Volk nicht missionieren wollen. So macht Ieyasu ihn bald zu seinem Handelsvertreter und Adams handelt besonders günstige Konditionen für die wachsende niederländische Ostindien-Kompanie aus. Die Holländer sind im Geschäft. Und ich habe ihnen Handelsprivilegien verschafft, wie sie die Spanier und Portugiesen in 50 Jahren in Japan nicht erreicht hatten. Adams heiratet und gewöhnt sich an das Leben in Japan. Er passt sogar seine Kleidung an und ihm wird das Recht zugesprochen, die zwei Schwerter der Samurai zu tragen. Und er bekam ein Anwesen mit ungefähr 80 Angestellten, was viel besser war als sein Leben in England. Ich denke, gegen Ende hatte er nicht mehr das Verlangen, nach England zurückzukehren, da er wusste, dort wäre er nur ein Mann der Arbeiterklasse, während ihn in Japan 80 Angestellte von vorne bis hinten bedienten. In der Folge gibt es noch manch ein privates Gespräch über Politik zwischen Ieyasu und Adams, das in sehr entspannter Atmosphäre beim Tee geführt wird. Den Frieden aber, für den Ieyasu so hart gearbeitet hat, könnten umstürzlerische ausländische Einflüsse gefährden. Doch die größte Herausforderung sind die 260 Kriegsherren mit ihren beachtlichen Samurai-Armeen. Deren Streben nach Unabhängigkeit muss Ieyasu mit aller Macht begegnen. In 1603 wird Tokugawa Ieyasu Shogun und vereinigt Japan nach Generationen des Bürgerkriegs. Alle großen Herrscher hatten ein Jahrhundert lang gekämpft. Sie hatten das Kämpfen satt. Sie wollten ihre eigene Stellung sichern. Die bevorstehende Aufgabe ist nicht einfach. So die Überlieferung eines Hofschreibers. Obwohl er das Land zu Pferde erobert hatte, sah er ein, weise wie er war, dass es unmöglich war, das Land zu Pferde zu regieren. Er war nur daran interessiert, den Schlüssel des Regierens zu finden. Wie regiert man sich selbst, das Volk und das Land? Was Ieyasu als Herrscher überlegen machte, war, dass er sich mit fähigen Leuten umgab, die an ihn glaubten. Es gibt eine Geschichte von einem einfachen Samurai, der um ein Treffen mit ihm bat. Ieyasu hörte aufmerksam zu. Nachdem der Mann gegangen war, sagte ein hochrangiger Herr zu Ieyasu: "Was für eine Zeitverschwendung." Ieyasu antwortete: "Der Mann war sehr mutig, sich an mich zu wenden. Hätte ich nicht zugehört, würde er nie wiederkommen." Frieden wird aber nicht nur durch den Führungsstil allein gesichert. Ieyasu muss die Macht der Daimyo, der Feudalherren, einschränken. Die Feudalherren bauen enorme, territoriale, zentralisierte Herrschaftsbereiche auf. Sie versuchen im Grunde alles und jeden innerhalb ihrer Gebiete zu beherrschen. Sie beherrschen alle Kämpfer, sie beherrschen alle Bauern, sie beherrschen alle Ressourcen. Ieyasu erlaubt den Daimyo, ihre Provinzen zu regieren. Aber er gestattet ihnen nichts, was ihre Macht oder ihren jeweiligen Status erweitern könnte. Ein Daimyo darf nur ein Schloss besitzen. Um es zu vergrößern, braucht er eine Erlaubnis. Ein neues Schiff? Frag den Shogun. Ein neues Bündnis durch Heirat arrangieren? Nur wenn der Shogun zustimmt. Ieyasu gelingt es nur durch diese kontrollierte Herrschaft, den Frieden aufrechtzuerhalten. Und das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Das Japan, das Ieyasu gestaltet, basiert auf den alten Lehren des Konfuzianismus. Folge den Traditionen der Hierarchie und respektiere Autorität. Ein Japan im Einklang mit den Samurai-Traditionen. Es war eine starre Gesellschaft mit vielen Regeln, Gesetzen und Bestimmungen. Jeder muss seinen Platz in der Gesellschaft kennen und dabei bleiben. Das war eine Theorie, die in der Praxis natürlich nicht immer funktionierte.
Alle Samurai gehören zur Elite, egal ob als Daimyo-Kriegsherr oder als niedriger Fußsoldat. Danach kommen die Bauern, dann die Handwerker. Und ganz unten sind die Händler, die man als die Parasiten der Gesellschaft betrachtet. Das Tokugawa-Shogunat stellt viele Regeln auf, um die starre Klassenstruktur zu erhalten. Alles ist vorgeschrieben, angefangen bei dem, was man essen darf, bis hin zu den Kleidern, die man tragen muss. Die Regeln und Bestimmungen halten alle unter Kontrolle. Aber für die Daimyo zumindest gibt es trotzdem Wege, um sich besondere Privilegien zu verdienen. Ieyasu fordert, dass die Herren ihm helfen, sein Schloss und die umliegende Stadt Edo zu bauen. Die Baustelle wird zum großen Wettbewerb, da jeder Daimyo um die Gunst des Shoguns wetteifert. Bald verwandeln sie die kleine Burg und das verschlafene Nest Edo in eine prunkvolle Metropole. Die Stadt, die später als Tokio bekannt wird. Die Straßen sind viel breiter, länger und gerader als die Straßen in Spanien. Sie werden so sauber gehalten, dass man leicht glauben könnte, dass niemand sie je entlang geht. Der wachsende Prunk von Edo wird von Rodrigo de Vivero y Velasco dokumentiert, dem an der Küste Japans gestrandeten philippinischen Gouverneur. Er verbringt mehrere Monate in der Hauptstadt als Gast des Shogun. Das Interessante an diesem Mann ist, dass er einen Bericht über Japan schrieb, nachdem er Japan verlassen hatte. Und Vivero y Velasco war ein sehr scharfsichtiger Beobachter. Er sah verschiedene Aspekte des japanischen Lebens, die andere nicht sahen. Die Menschen leben in bestimmten Straßen, je nach Beruf und Stellung. Eine Straße zum Beispiel ist für Schreiner bestimmt. In anderen Straßen leben Schuhmacher, Schmiede, Schneider und Händler. Die adeligen und angesehenen Leute wohnen in Straßen und Stadtgebieten, die sich doch sehr vom Rest der Stadt unterscheiden. Und keine gewöhnliche Person oder jemand mit niedrigem Rang mischt sich unter sie. Die Daimyo, die besonders hoch in der Gunst stehen, leben am nächsten zum Schloss und dürfen den großen Herrscher selbst öfter persönlich sehen. Während Vivero y Velasco von Ieyasu in Audienz empfangen wurde, sah er einen mächtigen Daimyo ins Schloss kommen, um Ieyasu seine Ehrerbietung zu erweisen. Da kam einer der höchsten Adligen Japans herein, dessen hoher Rang angesichts der Geschenke, die er mitbrachte, offensichtlich war. Silber- und Goldbarren, Seidenkleider. Das alles wurde zunächst auf Tischen abgelegt. Aber ich glaube, der Herrscher hat nicht einmal hingeschaut. 100 Schritte vom Thron warf sich der Daimyo nieder, sein Kopf so tief, dass es so aussah, als wollte er den Boden küssen. Niemand sagte ein Wort zu ihm und er richtete seinen Blick nie zum Herrscher. Und dann endlich klatschte jemand. Ende der Audienz. Nicht ein Wort wurde gesprochen. Und er verlässt den Raum auf Knien. Und Rodrigo Vivero y Velasco war sehr beeindruckt von dem, was er gesehen hatte. Er erkannte, welche Macht Ieyasu hatte. Selbst ein mächtiger Daimyo, der in seiner Heimatregion Herr über Leben und Tod ist, nimmt solch eine niedrige Stellung ein, wenn er dem Shogun seine Ehre erweist. Der große Herrscher hat seine Vision realisiert. Ganz Japan ist unter seiner Kontrolle. Mit 72 Jahren ist er immer noch bemerkenswert kräftig. Auf einem Jagdausflug mit seinen Falken wird er jedoch plötzlich ernsthaft krank. Als er im Sterben liegt, plant er die Details seiner Beerdigung. Es soll eine einfache Zeremonie werden. Seine Asche möge man auf die Spitze eines Berges bringen, von wo aus man das Land sehen kann, wo er so oft mit seinen Falken war. Hier, das fühlt er, kann sein Geist über dem geliebten Land aufsteigen
und das Königreich zusammenhalten. Ieyasu hat seine wohlgeordnete Gesellschaft sorgfältig geformt. Niemals würde er die Zukunft Japans dem Zufall überlassen. Er ruft seine Familie zu sich. Er sagte seinen Kindern und Enkelkindern, die sich bei ihm versammelt hatten, da ihr meine Nachkommen seid, werdet ihr Shogun. Als Shogun ist es wichtig, dass ihr das Land zum Nutzen des Volkes regiert, oder ihr werdet vom Himmel bestraft. Als Shogun müsst ihr für das Gute des Landes regieren. Diese Welt ist nicht der persönliche Besitz der Tokugawa-Dynastie. Diese Welt darf nicht beherrscht werden, nur um eure Launen zu befriedigen. Unter den Familienmitgliedern befindet sich ein junger Enkelsohn, der dazu bestimmt ist, Shogun zu werden. Das Kind, Iemitsu, wächst auf und ist fest entschlossen, in die Fußstapfen seines berühmten Großvaters zu treten. Iemitsu, der dritte Shogun, hält an der Tokugawa-Herrschaft fest. Dafür ist ihm jedes notwendige Mittel recht. Der dritte Tokugawa-Shogun, Iemitsu, verehrt seinen verstorbenen Großvater. Er hatte viele mystische Erlebnisse. Zum Beispiel, wann immer er krank wurde, erschien Ieyasu in seinem Traum. Wenn Iemitsu am nächsten Morgen aufwachte, fühlte er sich schon besser. So verwandelte sich sein Respekt für Ieyasu in Verehrung. Iemitsu trug immer ein Amulett mit einem Stück Papier, das ihm befahl, stets so zu leben, wie sein Großvater auch gelebt hätte. Aber obwohl Iemitsu versucht, seinem Großvater nachzueifern, ist seine Art zu regieren sehr viel strenger. Nach seiner Ernennung zum Shogun bestellt Iemitsu die Daimyo zu seinem Palast. Als die Fürsten ankommen, warten sie tagelang in der Kälte, ohne Nahrung und Schutz. Sie fürchten schon um ihr Leben. Doch endlich werden sie in Iemitsus innerstes Heiligtum gerufen, wo er ihnen seinen Beschluss mitteilt. Ich habe die Position eines Führers und Meisters von Geburt an. Ich werde von nun an alle Daimyo als meine Untertanen behandeln. Diejenigen unter euch, die mir nicht folgen wollen, sollten schnell in ihre Provinzen zurückkehren, ihre Burgen reparieren und gegen einen Angriff sichern. Ich werde entsprechend handeln. Iemitsu ist ein faszinierender Shogun. Er ist der Erste, der keine Truppen ins Feld führt. Er hat sich nicht in Schlachten bewiesen. Er hatte keine eigenen Männer, die mit ihm gemeinsam ins Amt kamen, als er Shogun wurde. Iemitsu erbt eine Nation im Frieden. Doch er wird mit eiserner Hand herrschen. Er hört auf wenige und verschont keinen. Er toleriert keine Konkurrenz, nicht einmal geschwisterliche Rivalitäten. So befiehlt er seinem jüngeren Bruder, Selbstmord zu begehen. Das Tokugawa-Shogunat agierte unter seiner Herrschaft sehr viel unberechenbarer gegenüber ungehorsamen Kriegsfürsten, die Regeln und Vorschriften missachteten. Ein europäischer Kaufmann, der einst Iemitsu unterrichtet hat, beobachtet den Hof des Shogun. Niemand traut sich, irgendeine Opposition gegen den Willen des Shogun einzunehmen. Welche Ungerechtigkeit auch immer der Shogun begehen mag oder in welch übertriebene Exzesse er sich stürzt, sie preisen oder billigen alles.
Doch Herrschen allein auf der Basis von Furcht kann auch Revolutionen provozieren. Iemitsu muss sich die Treue aller seiner 260 Daimyo-Fürsten bewahren. In Friedenszeiten gibt es keinen gemeinsamen Feind, keine Kriegsbeute, die die Daimyo für ihre Loyalität belohnt. Iemitsu muss einen anderen Weg finden, um sie zu kontrollieren. So befiehlt er sie zu seinem Hof in Edo. Sie kommen nicht alleine, wie ein deutscher Reisender bezeugt. Die Leibwächter und Träger bedienten sich einer stolzierenden Gangart. Bei jedem Schritt stießen sie ihre Fersen beinahe bis zu ihrem Gesäß und schwangen den gegenüberliegenden Arm gleichzeitig vorwärts. Es sah aus, als würden sie in der Luft schwimmen. Diese inszenierten Prozessionen zählen oft an die 1000 Teilnehmer. Sie sind Teil eines Systems, das als Sankin Kotai, wechselnde Aufwartung, bekannt wird. Das System der wechselnden Aufwartung hat sich während der Zeit der Tokugawa-Herrschaft entwickelt. Es bedeutet in erster Linie, dass die Feudalherren einen Teil des Jahres in Edo verbringen mussten und den anderen Teil in ihrem Fürstentum. Sie hatten nach striktem Zeitplan hin und her zu reisen, während Frauen und Kinder der Daimyo ständig in Edo bleiben mussten. Das war die größte Verwaltungskontrolle der auswärtigen Fürsten während des Tokugawa-Shogunats. Wechselnde Aufwartung hat einen weiteren Vorteil für den Shogun. Es macht die Daimyo-Fürsten finanziell machtlos. Mehr als drei Viertel seines Einkommens muss ein Daimyo dafür aufwenden, die Prozessionen auszustatten, beide Höfe und seine Samurai-Armee zu unterhalten. Das war übrigens auch der Grund, warum Edo explosionsartig wächst. Und tatsächlich entwickelt sich dort eine Klasse von Samurai, die nur Edo kennen, obwohl ihr Fürstentum am anderen Ende Japans sein konnte. Sie werden hier geboren, sie arbeiten hier und sie kennen nur Edo. Das Leben im Edo der Friedenszeit verändert das existenzielle Selbstverständnis der Samurai-Krieger vollständig. Sie leben als Junggesellen, da sie, im Gegensatz zu den Daimyo, ihre Familien nicht mitbringen dürfen. Ihnen wird ein bescheidener Lohn bezahlt, damit sie offizielle Aufgaben erfüllen. Sie standen am Morgen auf, ließen sich die Haare von einem befreundeten Samurai frisieren. Dann gingen sie zu einer Arbeit, die dem Stand ihres Herrn angemessen war. Das taten sie 4 oder 5 Tage. Diese Samurai arbeiteten nur am Morgen und dann gingen sie zum Essen nach Hause. Um 2 Uhr nachmittags gingen sie in die Stadt. Das ist ein Leben, das sich der einst stolze Krieger nicht hätte vorstellen können. Edo ist zu einer Stadt der Samurai geworden, deren Jobbeschreibung sich vom Soldat zum Bürokraten wandelte. Das Leben der Samurai. Sie durften nicht arbeiten, sie bekamen genug Geld, um zu überleben, und hauptsächlich verbrachten sie jeden Tag im Haus eines Freundes. Sie tranken Tee und lasen Bücher über alte Kriegsgeschichten und stellten sich vor, wie es gewesen wäre, im 15. Jahrhundert zu leben. Im Japan des 17. Jahrhunderts hat das Leben nichts mit den Gefahren des Krieges zu tun. Doch der Frieden bringt eigene Risiken mit sich. Regeln und Vorschriften sind streng. Und jeder, der es wagt, sich zu widersetzen, wird hart bestraft. Warte! Fünf Hauptstraßen führen zur Shogunstadt Edo. Alle mit Grenzposten, um Iemitsus Gesetze zu erzwingen. Der Shogun hat die Straßen ausgebessert. So können seine Boten schneller jeden Teil Japans erreichen.
Die Straßen machen es auch leichter für die Daimyo und ihre Samurai-Krieger, nach Edo zu gelangen. Aber für die meisten Japaner ist das Reisen ein mühsames Unterfangen. Um in eine Stadt herein oder aus einer Stadt herauszukommen, muss eine Vielzahl von Regeln und Vorschriften beachtet werden. Fast jeder benötigt einen Reisepass. Es gibt nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel reisende Künstler, die schon durch ihr Talent zu identifizieren sind. Oder Sumo-Ringer, deren Gestalt und Körperumfang deutlicher Beweis ihrer Profession ist. Bauern hingegen bekommen grundsätzlich keine Genehmigung, von Stadt zu reisen. Die Regierung sieht sie lieber auf ihren Feldern arbeiten. Diejenigen ohne die passenden Papiere versuchen oft, die Kontrollen zu umgehen, indem sie Seitenstraßen benutzen. Wenn sie gefangen werden, gibt es verschiedene Strafen. Eine traditionelle japanische Bestrafung für einen Mann ist die Kreuzigung, für eine Frau die Versklavung oder Zwangsarbeit. Trotz all der Strafen und Gesetze, man weiß nie, wann die Verordnungen des Shogun tatsächlich durchgesetzt werden. Es war irgendwie wie das Theater einer Bestrafung, um die Leute einzuschüchtern. Mancher Herrscher mochte der Meinung sein, dass die Moral gerade vor die Hunde ging. Dann griff er sich plötzlich jemanden heraus, um ihn streng zu bestrafen. Trotz dieser Ungewissheit und der geringen Möglichkeiten wird das Reisen immer beliebter. Jetzt, seit die Straßen sicherer sind, beginnen immer mehr Japaner von Stadt zu ziehen. Die meistgenutzte Straße ist die Tokaido, die sich 300 Meilen von Kyoto nach Edo erstreckt. 53 Raststätten liegen an dieser Hauptstraße. Diese Posten entlang der fünf großen Straßen Japans wuchsen zu richtigen Städten heran. Sie hatten Gasthäuser, Bordelle, Restaurants. Sie hatten Läden, die Medikamente verkauften. Es entwickelte sich regelrechte Stadtkultur. Die Leute wurden in der Tokugawa-Periode von Neugier getrieben. Man begann von Japan als von einer Nation zu sprechen. Reisetagebücher wurden Bestseller. Inoue Tsuyo ist eine junge Samurai, die ein Tagebuch führt, während sie die Tokaido-Route entlangreist. Eine Bergkette erhebt sich über den Wolken und reißende Wasserfälle über den Felsen machen ein ohrenbetäubendes Geräusch. Auf dem Weg bergauf fühlen wir uns, als wenn wir von rückwärts niedergeschlagen würden. Und auf dem Weg bergab haben wir das Gefühl, ständig zu schlittern. So sind wir häufig ängstlich. Gasthäuser entlang ihres Weges bieten willkommene Einkehrmöglichkeiten für Reisende wie Tsuyo. Sie ist auf ihrem Weg nach Edo, um in der Residenz eines hochrangigen Samurai zu dienen. Obwohl Tsuyo im offiziellen Auftrag unterwegs ist, begleitet von ihrem Bruder, stößt sie immer wieder auf behindernde Schwierigkeiten. Ein Reisender ist stets mit strengen Vorschriften konfrontiert. Aber für Frauen ist es besonders hart. Im 17. Jahrhundert war es für Frauen sehr schwierig zu reisen. Sie brauchten die Erlaubnis ihres Haushaltsvorstandes, der üblicherweise der Meinung war, sie sollten lieber putzen und kochen.
Zudem waren die Reisevorschriften für Frauen sehr viel komplizierter. Viele Checkpoints ließen Frauen gar nicht durch, denn sie hatten keine weiblichen Offiziere für die gründlichen Leibesvisitationen, die für Frauen vorgeschrieben waren. Die Beamten sind ständig auf der Suche nach Frauen, die sich als Jungen verkleiden. Als Tsuyo an der Grenze ankommt, wird ihr befohlen, vor einer älteren weiblichen Wache zu erscheinen. Eine hart aussehende Frau prüfte mich, fuhr mit ihrer Hand durch mein Haar und sagte etwas mit starkem Akzent. Es war sehr unangenehm, aber ich hatte keine Wahl. Ich fürchtete mich vor dem, was sie vorhaben könnte. An einem anderen Posten hat sie Schwierigkeiten wegen des Wortlauts ihres Passierscheins. Als ich mein Dokument an der Grenze präsentierte, verweigerten sie mir den Durchgang, weil ich in dem Passierschein nur als Frau, besser gesagt als junge Frau mit langen, offenen Kleidern identifiziert wurde.
Er hört auf wenige und verschont keinen. Er toleriert keine Konkurrenz, nicht einmal geschwisterliche Rivalitäten. So befiehlt er seinem jüngeren Bruder, Selbstmord zu begehen. Das Tokugawa-Shogunat agierte unter seiner Herrschaft sehr viel unberechenbarer gegenüber ungehorsamen Kriegsfürsten, die Regeln und Vorschriften missachteten. Ein europäischer Kaufmann, der einst Iemitsu unterrichtet hat, beobachtet den Hof des Shogun. Niemand traut sich, irgendeine Opposition gegen den Willen des Shogun einzunehmen. Welche Ungerechtigkeit auch immer der Shogun begehen mag oder in welch übertriebene Exzesse er sich stürzt, sie preisen oder billigen alles. Doch Herrschen allein auf der Basis von Furcht kann auch Revolutionen provozieren. Iemitsu muss sich die Treue aller seiner 260 Daimyo-Fürsten bewahren. In Friedenszeiten gibt es keinen gemeinsamen Feind, keine Kriegsbeute, die die Daimyo für ihre Loyalität belohnt. Iemitsu muss einen anderen Weg finden, um sie zu kontrollieren. So befiehlt er sie zu seinem Hof in Edo. Sie kommen nicht alleine, wie ein deutscher Reisender bezeugt. Die Leibwächter und Träger bedienten sich einer stolzierenden Gangart. Bei jedem Schritt stießen sie ihre Fersen beinahe bis zu ihrem Gesäß und schwangen den gegenüberliegenden Arm gleichzeitig vorwärts. Es sah aus, als würden sie in der Luft schwimmen. Diese inszenierten Prozessionen zählen oft an die 1000 Teilnehmer. Sie sind Teil eines Systems, das als Sankin Kotai, wechselnde Aufwartung, bekannt wird. Das System der wechselnden Aufwartung hat sich während der Zeit der Tokugawa-Herrschaft entwickelt. Es bedeutet in erster Linie, dass die Feudalherren einen Teil des Jahres in Edo verbringen mussten und den anderen Teil in ihrem Fürstentum. Sie hatten nach striktem Zeitplan hin und her zu reisen, während Frauen und Kinder der Daimyo ständig in Edo bleiben mussten. Das war die größte Verwaltungskontrolle der auswärtigen Fürsten während des Tokugawa-Shogunats. Die Vorladung eines solch einfachen Mannes ist sehr ungewöhnlich. Üblicherweise werden nur die Offiziere mit den höchsten Dienstgraden zum obersten Kriegsfürsten vorgelassen. Der Herrscher wollte von mir wissen, woher ich komme und was mich dazu bewegte, in sein Land zu reisen, das so weit weg ist. Ich sagte ihm den Namen unseres Landes und dass wir Freundschaft wünschten. Doch es scheint, als wolle Ieyasu mehr als nur Freundschaft. Er fragte, ob unser Land Krieg führen würde. Ich antwortete, ja, mit Spanien und Portugal. Er hatte weitere Fragen zu meiner Religion und wie wir in sein Land gekommen seien. So kamen wir von einer Sache zur nächsten und ich sprach mit ihm bis Mitternacht. Am Ende des Treffens wagt Adams, im Namen seines holländischen Auftraggebers, einen Wunsch zu äußern. Ich bat darum, mit dem japanischen Reich handeln zu dürfen, so wie es Portugal und Spanien auch tun. Für Ieyasu ist dies eine sehr willkommene Gelegenheit. Denn er schätzt den Handel mit den Portugiesen und Spaniern, ist aber ihren katholischen Missionaren gegenüber misstrauisch, da sie gehorsam zu einem Gott predigen, der mächtiger ist als Ieyasu selbst. Um dieser Bedrohung seiner Autorität zu begegnen, wünscht er seine eigene Handelsflotte. Dafür scheint Adams genau der Richtige zu sein. Der englische Seemann hat eine Ausbildung als Schiffsbauer.
Ieyasu bittet ihn um 2 hochseetaugliche Schiffe. Ich antwortete, dass ich kein Zimmermann sei und keine Ahnung davon hätte. Darauf sagte er, tu dein Bestes. Wenn es nicht gut wird, ist es auch nicht schlimm. Offensichtlich hatte William Adams einen gewissen Einfluss, als er damit beauftragt wurde, diese 2 Schiffe zu bauen. Es sollten die ersten fremden, sprich die ersten europäischen Schiffe sein, die in Japan gebaut wurden. Es waren natürlich japanische Arbeiter, die unter seiner Aufsicht bauten. Anschließend segelten sie nach Mexiko und sehr sicher wieder zurück. Obwohl Tsuyu im offiziellen Auftrag unterwegs ist, begleitet von ihrem Bruder, stößt sie immer wieder auf behindernde Schwierigkeiten. Ein Reisender ist stets mit strengen Vorschriften konfrontiert. Aber für Frauen ist es besonders hart. Im 17. Jahrhundert war es für Frauen sehr schwierig zu reisen. Sie brauchten die Erlaubnis ihres Haushaltsvorstandes, der üblicherweise der Meinung war, sie sollten lieber putzen und kochen. Zudem waren die Reisevorschriften für Frauen sehr viel komplizierter. Viele Checkpoints ließen Frauen gar nicht durch, denn sie hatten keine weiblichen Offiziere für die gründlichen Leibesvisitationen, die für Frauen vorgeschrieben waren. Die Beamten sind ständig auf der Suche nach Frauen, die sich als Jungen verkleiden. Als Tsuyu an der Grenze ankommt, wird ihr befohlen, vor einer älteren weiblichen Wache zu erscheinen. Eine hart aussehende Frau prüfte mich, fuhr mit ihrer Hand durch mein Haar und sagte etwas mit starkem Akzent. Es war sehr unangenehm, aber ich hatte keine Wahl. Ich fürchtete mich vor dem, was sie vorhaben könnte. An einem anderen Posten hat sie Schwierigkeiten wegen des Wortlauts ihres Passierscheins. Als ich mein Dokument an der Grenze präsentierte, verweigerten sie mir den Durchgang. Weil ich in dem Passierschein nur als Frau, besser gesagt als junge Frau mit langen, offenen Kleidern identifiziert wurde. Er hört auf wenige und verschont keinen. Er toleriert keine Konkurrenz, nicht einmal geschwisterliche Rivalitäten. So befiehlt er seinem jüngeren Bruder, Selbstmord zu begehen. Das Tokugawa-Shogunat agierte unter seiner Herrschaft sehr viel unberechenbarer gegenüber ungehorsamen Kriegsfürsten, die Regeln und Vorschriften missachteten. Ein europäischer Kaufmann, der einst Iemitsu unterrichtet hat, beobachtet den Hof des Shogun. Niemand traut sich, irgendeine Opposition gegen den Willen des Shogun einzunehmen. Welche Ungerechtigkeit auch immer der Shogun begehen mag oder in welch übertriebene Exzesse er sich stürzt, sie preisen
oder billigen alles. Doch Herrschen allein auf der Basis von Furcht kann auch Revolutionen provozieren. Iemitsu muss sich die Treue aller seiner 260 Daimyo-Fürsten bewahren. In Friedenszeiten gibt es keinen gemeinsamen Feind, keine Kriegsbeute, die die Daimyo für ihre Loyalität belohnt. Iemitsu muss einen anderen Weg finden, um sie zu kontrollieren. So befiehlt er sie zu seinem Hof in Edo. Sie kommen nicht alleine, wie ein deutscher Reisender bezeugt. Die Leibwächter und Träger bedienten sich einer stolzierenden Gangart. Bei jedem Schritt stießen sie ihre Fersen beinahe bis zu ihrem Gesäß und schwangen den gegenüberliegenden Arm gleichzeitig vorwärts. Es sah aus, als würden sie in der Luft schwimmen. Diese inszenierten Prozessionen zählen oft an die 1000 Teilnehmer. Sie sind Teil eines Systems, das als Sankin Kotai, wechselnde Aufwartung, bekannt wird. Das System der wechselnden Aufwartung hat sich während der Zeit der Tokugawa-Herrschaft entwickelt. Es bedeutet in erster Linie, dass die Feudalherren einen Teil des Jahres in Edo verbringen mussten und den anderen Teil in ihrem Fürstentum. Sie hatten nach striktem Zeitplan hin und her zu reisen, während Frauen und Kinder der Daimyo ständig in Edo bleiben mussten. Das war die größte Verwaltungskontrolle der auswärtigen Fürsten während des Tokugawa-Shogunats. Man begann von Japan als von einer Nation zu sprechen. Reisetagebücher wurden Bestseller. Inoue Tsuyo ist eine junge Samurai, die ein Tagebuch führt, während sie die Tokaido-Route entlangreist. Eine Bergkette erhebt sich über den Wolken und reißende Wasserfälle über den Felsen machen ein ohrenbetäubendes Geräusch. Auf dem Weg bergauf fühlen wir uns, als wenn wir von rückwärts niedergeschlagen würden. Und auf dem Weg bergab haben wir das Gefühl, ständig zu schlittern. So sind wir häufig ängstlich. Gasthäuser entlang ihres Weges bieten willkommene Einkehrmöglichkeiten für Reisende wie Tsuyo. Sie ist auf ihrem Weg nach Edo, um in der Residenz eines hochrangigen Samurai zu dienen. Obwohl Tsuyo im offiziellen Auftrag unterwegs ist, begleitet von ihrem Bruder, stößt sie immer wieder auf behindernde Schwierigkeiten. Ein Reisender ist stets mit strengen Vorschriften konfrontiert. Aber für Frauen ist es besonders hart. Im 17. Jahrhundert war es für Frauen sehr schwierig zu reisen. Sie brauchten die Erlaubnis ihres Haushaltsvorstandes, der üblicherweise der Meinung war, sie sollten lieber putzen und kochen. Zudem waren die Reisevorschriften für Frauen sehr viel komplizierter. Viele Checkpoints ließen Frauen gar nicht durch, denn sie hatten keine weiblichen Offiziere für die gründlichen Leibesvisitationen, die für Frauen vorgeschrieben waren. Die Beamten sind ständig auf der Suche nach Frauen, die sich als Jungen verkleiden. Als Tsuyo an der Grenze ankommt, wird ihr befohlen, vor einer älteren weiblichen Wache zu erscheinen. Eine hart aussehende Frau prüfte mich, fuhr mit ihrer Hand durch mein Haar und sagte etwas mit starkem Akzent. Es war sehr unangenehm, aber ich hatte keine Wahl. Ich fürchtete mich vor dem, was sie vorhaben könnte. An einem anderen Posten hat sie Schwierigkeiten wegen des Wortlauts ihres Passierscheins.
Als ich mein Dokument an der Grenze präsentierte, verweigerten sie mir den Durchgang.